Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fox. Heute möchte ich euch 9 häufig vorkommende Fehler zeigen und wie ihr diese vermeidet, sodass euer Lauf nicht in die Hose geht. Aber zuallererst möchte ich mich bei euch bedanken, denn dank euch habe ich seit dieser Woche über 100 Abonnenten. Es macht mir Spaß, mit euch über heute zu diskutieren und euch an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Ich hoffe, es geht in Zukunft so weiter. Aber kommen wir nun zum ersten Fehler, der euer Spiel scheitern lassen kann. Und zwar die Nicht-Auseinandersetzung mit dem Schwerpunktbaum. Was meine ich damit? Wer erfolgreich Hearts of Iron spielen möchte, der sollte von Anfang an wissen, wo seine Reise hingehen soll, welche Voraussetzungen er dafür erfüllen muss und welchen Weg er einschlagen muss. Habt ihr diese Übersicht nicht, werdet ihr im Spiel immer wieder vor Probleme gestellt. Hier beispielsweise bei den Polen. Sagen wir, ihr wollt faschistisch werden. Wählt dafür im ersten Step die nationalsozialistische Verfassung und könnt auf einmal nach 70 Tagen nicht mehr weitermachen, weil ihr dann feststellt, oh Mist, ich brauche ja 15% Unterstützung für die UNR. Im nächsten Schritt brauche ich hier sogar 20. Hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich meine politische Macht gespart, um mir einen faschistischen Demagogen zu holen, der mir diese Unterstützung gibt. Auch kann es mir nicht passieren, dass hier beispielsweise ein Bürgerkrieg ausbricht durch die Bauern, denn ich weiß, bei den Polen muss ich innerhalb der ersten 300 Tage die Agrarreform entwickeln. Ansonsten droht hier ein Bauernstreik, der zum Bürgerkrieg führen kann. Wenn ich solche Informationen habe, bin ich auch später besser, wenn ich gegen dieses Land spielen möchte. Umso mehr ich mich mit meinem Schwerpunktbaum eines Landes auskenne, umso mehr Informationen habe ich doch darüber. Sagen wir, ich sehe durch meine Spione, dass Karl Albrecht der neue Führer Polens geworden ist. Dann weiß ich, er ist ein Monarch und es wird in die Richtung Habsburger Allianz gehen, also Österreich-Ungarn könnte wieder gegründet werden. Das sind Informationen, mit denen ich arbeiten kann. Während des Spiels habe ich keine Zeit, mich hier durchzuarbeiten und mir das durchzulesen, um dann später festzustellen, oh Mist, ich habe ja das Falsche entwickelt, ich wollte ja was ganz anderes. Nun habe ich aber keine Möglichkeit mehr, das zu ändern, denn es ist eine Entweder-oder-Entscheidung gewesen. Beschäftigt euch also zum Spielstart direkt mit eurem Schwerpunkt. Überlegt euch, was ihr sein wollt, kommunistisch, monarchisch, faschistisch, demokratisch und welchen Weg ihr hierfür gehen müsst. Guckt, welche Boni ihr mitnehmen könnt, wo ihr Kerngebiete erhaltet und welche Mali ihr umgehen könnt. Kommen wir nun zum nächsten Fehler, der euer Spiel scheitern lassen kann. Und das ist das Micromanagement. Micromanagement ist meiner Meinung nach das A und O in Hearts of Iron 4, denn ihr könnt auch als kleine Nation übermächtige Gegner dadurch besiegen. Natürlich könnt ihr wie einfach hier eine Frontlinie ziehen, eine Angriffslinie ziehen, euren Battleplan starten und so euren Gegner überrennen. Das funktioniert, vor allem wenn ihr Deutschland seid und zum Beispiel gegen Niederlande kämpft. Das liegt aber daran, dass ihr wesentlich mehr Manpower habt, eine bessere Ausrüstung und auch viel, viel mehr Ausrüstung. Kämpft ihr allerdings mit kleineren Nationen gegen große Nationen, werdet ihr dadurch extreme Verluste bei eurer Manpower erzielen und auch viel, viel Ausrüstung verlieren. Um solche Sachen zu vermeiden, nutze ich Micromanagement. Wie sieht das aus? Zunächst schaue ich mir die defensive Linie unseres Gegners an. Hier beispielsweise sehe ich, dass ein großer Fluss ist. Der gibt mir 50% Angriff Mali. Von daher ist es selten zu empfehlen, gegen wirklich große Flüsse anzugreifen. Ich schaue als allererstes, sind irgendwo Lücken hier in der Kette? Also gibt es irgendwo eine Provinz, die frei ist, wo ich durchlaufen kann? Haben wir jetzt hier bei der Sowjetunion nicht. Dann schaue ich als nächstes, gibt es Punkte, wo ich eine Überzahl kreieren kann. Und hier haben wir beispielsweise einen. In dieser Provinz befinden sich drei russische Divisionen. Ich habe hier allerdings vier Provinzen, die an diese grenzen. Wenn ich nun meinen Einheiten sage, greift hier an, greife ich mit einer Überzahl von 8 zu 3 an und habe gute Chancen, somit diese Provinz einzunehmen. Ich will aber nicht nur die Provinz, ich probiere gleich, die Gegner in diesem Bereich zu überrennen. Also schicke ich meine Einheiten weiter hier bis zu dieser Stadt. Das ist zusätzlich auch noch ein Nachschubpunkt, der diese ganze Region hier versorgt. Wenn meine Einheiten also hier durchbrechen und ich bis hierhin gelange, sind diese ganzen Einheiten, die hinter dem Fluss gut verteidigt sind, vom Nachschub abgeschnitten. Und somit kann ich einen Überzahlangriff generieren und verstärkt gegen diese Einheiten angreifen. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ihr seht, ich lasse
In der gesamten Kette greife ich nirgendwo an, nur in diesem Bereich. Diese Einheiten erleiden jetzt hohen Verschleiß, kriegen nicht genug Nachschub. Meine Einheiten brechen durch, damit unsere Kette aber noch ein bisschen besetzt bleibt. Lasse ich die Hälfte der Einheiten hier stehen. Hab das Feld eingenommen. Nun mache ich das gleiche. Ich ziehe jetzt bis hier durch, um die Überzahl zu kreieren. Natürlich habe ich jetzt hier das Problem, dass wenn dieser Soldat oder hier in diese Stadt reinrennt, dass ich gekesselt werde. Also muss ich dafür sorgen, dass meine Einheiten diesen Punkt decken und ich werde meinerseits selber einen Kessel schließen. Von daher nehme ich die zwei Provinzen, die hier angrenzen, und greife hier an. Zack, habe ich gemacht. Nun habe ich einen Kessel geschlossen. Diese ganzen Einheiten, in dem Fall 5 Divisionen, sind nun von der Versorgung abgeschlossen. Das heißt, ich kann sie ohne Probleme zu überrennen und mache keine Verluste. Ich ping diese jetzt einfach an. Sag hier, lauf da rein. Tötet die Einheiten. Zack, das ging ohne Probleme. Jetzt gucken wir uns das an. Ich habe jetzt 116 Verluste, die Sowjetunion 92.000. Einfach nur durch dieses kleine Stück. Und ich habe kaum etwas gemacht. Ich habe meinen Battleplan nicht gestartet. Ich bleibe einfach hier stehen. Eine weitere gute Möglichkeit ist, man kann den Gegner ein bisschen triggern. Dafür aktiviert ihr einfach euren Battleplan ganz kurz, dass eure gesamte Linie einmal angreift. Lasst kurz laufen, macht wieder Pause, deaktiviert und wartet darauf, dass der Gegner euch daraufhin kontert. Und ihr lasst ihn einfach in eure Defensivreihen reinlaufen. Das funktioniert besonders gut, wenn ihr wie hier beispielsweise ein paar Bunker habt oder wenn ihr wie hier hinter einem großen Fluss steht. Ihr habt höhere Verteidigungswerte und der Gegner wird sich an eurer Defensive aufreiben. Das funktioniert vor allen Dingen sehr, sehr gut, wenn ihr mit einem kleinen Land gegen ein großes Land kämpft. Somit könnt ihr das große Land schwächen, weil es verliert Ausrüstung ohne Ende, es verliert Manpower ohne Ende. Ihr wartet einfach ab und setzt dann Konter. Schaut, wo bilden sich Lücken, wo könnt ihr durchgehen, Kessel schließen, wie gerade eben gezeigt, beziehungsweise wo könnt ihr Überzahlen kreieren. Ein weiterer häufiger Fehler, der mir aufgefallen ist, ist die Forschung. Letztendlich verhält es sich aber bei der Forschung genau wie bei eurem Schwerpunktbaum. Ihr solltet euch von Anfang an Gedanken machen, wie wollt ihr spielen und wo soll die Reise hingehen. Wenn ihr für euch festlegt, ihr möchtet zum Beispiel mit Infanterie und Artillerie spielen, dann solltet ihr auch nur diese Sachen erforschen. Wer mit Infanterie und Arti spielt, braucht von daher keine Forschungsslots und die Zeit verschwenden für schwere oder mittlere Panzerchassis. Einzige Ausnahme wäre, ihr möchtet eure Slots durch, also euer Infanterie-Template, durch einen Flammenpanzer als Unterstützungskompanie erweitern, dann könntet ihr ein Chassis entwickeln, aber gerade so, dass ihr damit einen Flammenpanzer erforschen könnt und den Rest könnt ihr euch sparen. Das kostet einfach nur unnötig Zeit. Dasselbe gilt mit der Luftwaffe. Wenn ihr mit Jägern und Kass spielen wollt, braucht ihr nur die kleine Flugzeugzelle. Die mittlere und die große könnt ihr einfach ignorieren. Lasst diese Felder frei. Das dauert hier beispielsweise 186 Tage, also etwa ein halbes Jahr. Diese Zeit könnt ihr euch sparen. Eine weitere Faustregel, was ihr euch bei der Forschung merken solltet, ist, die Wirtschaft geht immer vor das Militär. Also erst wenn ihr eure wirtschaftlichen Sachen geforscht habt, solltet ihr mit dem Militär weitermachen. Deswegen, mit den meisten Nationen startet ihr in der Regel mit etwa drei Forschungsslots am Anfang. Diese nutze ich für Produktion, Bauwesen und Elektrotechnik. Habt ihr nur zwei Forschungsslots am Anfang, solltet ihr Elektrotechnik und Produktion nehmen und dann so weitermachen. Ich fange in der Regel erst an, militärische Sachen zu erforschen, wenn ich diese 37er-Reihe hier erforscht habe. Also die verbesserten Maschinenwerkzeuge, die konzentrierte oder die verteilte Industrie sowie das Bauwesen 2. Selbiges zählt für Funk und die mechanische Rechenmaschine. Erst dann mache ich weiter mit meinen Waffen und Ausrüstung bzw. mit meiner Artillerieforschung. Wenn ihr die Möglichkeit habt und euer Schwerpunktbaum bietet euch an, dass ihr einen weiteren Forschungsslot freischalten könnt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nutzen. Hier würde es bei den Polen zum Beispiel nur 140 Tage dauern und ihr habt einen weiteren Forschungsslot. Also ihr könnt vier Sachen gleichzeitig forschen. Mit diesen dann sogar fünf. Nutzt das.
Umso mehr Forschungsslots ihr habt, umso schneller könnt ihr mit eurer Technik voranschreiten und einen Vorteil gegenüber dem Gegner erzielen. Es gibt auch manchmal in eurem Forschungsbaum, wie beispielsweise hier diesen Boni, dass ihr einmal 100% Forschungsbonus auf, in dem Fall taktische Bomber habt. Wenn ihr mit Bomber spielen wollt, nutzt das. Ansonsten lasst es komplett aus. Also richtet eure Forschung danach, wie euer Spiel laufen soll. Wo wollt ihr hin? Macht euch am Anfang Gedanken, was wollt ihr erreichen und daran passt ihr eure Forschung an. Alles andere kostet nur unnötig Zeit und nimmt euch Forschungsslots weg. Wie eben bereits bei der Forschung gesagt, müsst ihr euch von Anfang an Gedanken machen, was ist euer Ziel und wie wollt ihr dieses erreichen. Wenn ihr mit Infanterie und Artie spielen wollt, solltet ihr auch nur diese Sachen forschen. Aber wie solltet ihr euer Template dann richtig aufbauen? Wie sieht eure Kasse aus? Wie sollte die aufgebaut werden? Verwendet ihr Flammenpanzer? Und wenn ja, wie werden die konstruiert? Für diese Fragen habe ich jeweils extra Videos gemacht. Die werde ich euch oben nochmal verlinken. Schaut sie euch an. Denn nur mit den richtigen Templates könnt ihr Vorteile gegenüber der KI kreieren. Im fünften Punkt möchte ich auf die weltweite Spannung und auf die Zeit eingehen. Denn diese beiden Informationen können für mich sowohl im historischen als auch im ahistorischen Spielmodus sehr hilfreich sein. Möchte ich beispielsweise als monarchische Nation wie Polen-Litauen oder Österreich-Ungarn der Sowjetunion den Krieg erklären, weiß ich im historischen Spiel, dass die Sowjetunion zwischen November 1939 und Anfang 1940 den Finnen den Krieg erklären wird. Habe ich zuvor den Finnen eine Garantie ausgesprochen, kann ich somit den Krieg beitreten und das als Verteidigungskrieg. Auch weiß ich, dass im historischen Spiel Deutschland immer um den 1. September 1939 Polen den Krieg erklären wird und somit wann der Zweite Weltkrieg ausbricht. Aber auch im ahistorischen Spielmodus kann ich solche Informationen für mich nutzen. Wenn beispielsweise nach 70 Tagen diese rote Linie, die entmilitarisierte Zone, verschwindet, weiß ich, dass Deutschland im ahistorischen Modus den faschistischen Weg gewählt hat. Bricht hingegen nach 70 Tagen der Bürgerkrieg aus, weiß ich, dass Deutschland nun monarchisch oder demokratisch wird. Solche Informationen kann ich über viele Länder generieren und gewinnen und diese im Spielverlauf für mich nutzen. Als zweites wollte ich auf die weltweite Spannung eingehen. Hierbei ist zu beachten, dass die Marke von 25% recht wichtig ist. Denn ab 25% weltweiter Spannung können demokratische Staaten und vor allen Dingen die Briten und die Franzosen machen viel Gebrauch davon, anderen Nationen Garantien aussprechen. Möchte ich einem garantierten Land wie Norwegen nun den Krieg erklären, würden automatisch die Briten und somit die Alliierten diesem Krieg beitreten und somit der Zweite Weltkrieg ausbrechen. Um die weltweite Spannung geringer zu halten, habe ich eine Möglichkeit, um einigen Nationen den Krieg zu erklären und nicht ganz so viel Spannung zu generieren. Als kleines Beispiel zeige ich euch, wenn ich als Deutschland die Niederlande angreifen würde, würde ich 8% weltweite Spannung generieren. Greife ich aber stattdessen ihre Marionette an und ziehe die Niederlande ja somit mit in den Krieg, würde ich nur 2% weltweite Spannung generieren. Dies gilt für alle Länder und ihre Marionetten. Kann ich euch nochmal in den USA zeigen? Wenn man den USA den Krieg erklären würde, wären das 64% weltweite Spannung. Greift man hingegen die Marionette, die Philippinen an, sind es nur noch 3. Im sechsten Punkt möchte ich gerne auf die Spielgeschwindigkeit eingehen. Im Early Game, wenn ihr nur forscht, noch keinen Krieg führt, baut und euren Schwerpunktbaum abarbeitet, könnt ihr gerne die höchste oder die zweithöchste Geschwindigkeitsstufe laufen lassen. Denn es gibt noch nicht viel, worauf ihr euch gleichzeitig konzentrieren müsst. Führt ihr allerdings Krieg, ist es sehr, sehr schwer, auf höchster Tempostufe euer Micromanagement, so wie ich es unter Punkt 2 gezeigt hatte, durchzuführen. Von daher rate ich es euch, wenn ihr Krieg führt, dass ihr die Geschwindigkeit auf Stufe 3 herunternehmt und immer wieder mit Pausen arbeitet. Bevor ich jetzt zum Beispiel meinen Krieg starte, also die Zeit wieder laufen lasse, schaue ich, wo kann ich Überzahl kreieren, so wie ich das eben gezeigt hatte, unter Punkt 2. Und wo schneide ich meine Gegner ab? Dann lasse ich kurz laufen, schaue, ob das funktioniert, drücke mit der Leertaste, kann ich immer hier an- und ausdrücken die Zeit, voran und kann so weitergehen. So müsst ihr nicht jedes Mal hier oben klicken, aktiv Pause an, Pause aus. Wer in der Lage ist, kann das auch gerne auf Stufe 4 machen. Von Stufe 5 würde ich wie gesagt abraten, da ihr ansonsten zu viele Sachen gleichzeitig zu tun habt und nicht mehr hinterherkommt.
Einen weiteren Fehler, den ich häufig gerade bei Anfängern beobachte, ist eine gewisse fehlende Aggressivität bzw. eine zu defensive Spielweise. Viele Spieler probieren mit dieser klassischen Dampfwalzentaktik ja ihre Gegner mit einer absoluten Übermacht zu überrennen. Das kann funktionieren, ist in Hearts of Iron aber nicht unbedingt immer ratsam. Denn Hearts of Iron ist ein zeitbasiertes Spiel und ihr müsst probieren, euch mit eurer Nation im Early und im Midgame in eine möglichst gute Ausgangsposition zu bringen, von der ihr dann aus euer Spiel spielt. Ihr müsst dafür nicht immer warten, bis ihr die beste Infanterie zusammengestellt habt, eure Technik oder eure Forschung auf maximale Level gebracht habt, bis ihr eine absolut riesige Armee habt. Das braucht ihr nicht. Ich hatte euch in dem und in anderen Videos gezeigt, wie man mit Micromanagement und mit guten Templates für die gewissen Spielphasen agieren kann und somit auch stärkere Nationen besiegen kann. Ihr müsst einfach ein bisschen taktisch arbeiten. Nutzt die gegebenen Tipps und greift lieber eher und mit einer etwas schwächeren Armee an, als dass ihr zu lange gewartet habt. Denn gerade die großen Nationen, sowas wie die Sowjetunion, werden, umso länger ihr wartet, immer stärker. Auch die USA, die treten so zwischen 42 und 43 dem Zweiten Weltkrieg in den Alliierten bei, sind dann eine Übermacht. Umso eher sie aus dem Rennen nimmt, umso leichter wird es. Was meine ich noch mit defensiver Spielweise? Viele bunkern sich gerne ein. Man sieht hier diese Verteidigungslinie, die ich gebaut habe. Dort sind die einzelnen Bunker immer auf Stufe 3. 3 ist eigentlich das, wenn ich Bunker nutze, das Level, was ich wähle. Maximal Stufe 5, meistens eigentlich nur die 3. Denn pro Bunkerstufe kriegt mein Gegner ein Angriffsmali von 15%. Habe ich also 3 Bunker an dieser Stelle, hat er ein Angriffsmali von 45%, was wirklich enorm ist. Allerdings sind die Kosten für solche Bunker nur in den Anfangsleveln günstig. Deswegen macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, hohe Bunkerstufen zu bauen. Deswegen bleibe ich immer bei maximal Stufe 5. Ihr bezahlt pro Bunker, den ihr baut, 500 Produktionskosten pro Stufe. Das heißt, ein Bunker Stufe 1 kostet 500, der 2er 1000, 1500, 2000 und so weiter und so weiter. Wenn ihr irgendwann hier diese ganze Kette mit 10er Bunkern vollbauen wollt, ist eure Bauliste für die nächsten 2 Jahre gefüllt und ihr könnt nichts anderes mehr bauen außer Bunker auf Stufe 10. Natürlich haben die einen Verteidigungswert von 150%, aber den braucht ihr gar nicht. Zumal, wo liegt der Effekt dahinter? Wir wollen den Gegner ja nur kurz anrennen lassen, er soll sich hier kaputt machen und dann wollen wir ihn kontern bzw. mit Lücken füllen und Kesselbildung besiegen. Nutzt von daher einfache Bunker Stufe 3, maximal Stufe 5 und spielt mit Micromanagement und lieber etwas aggressiver. Umso eher ihr ins Game kommt, umso eher ihr Landgewinne erzielt, neue Ressourcen akquiriert, umso stärker wird eure Nation. Umso länger ihr wartet, umso stärker werden halt auch die Gegner. Der vorletzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist der Nachrichtendienst. Das ist meiner Meinung nach ein Mittel oder ein Feature, was von vielen Spielern viel zu selten genutzt wird. Der Nachrichtendienst ist sehr, sehr effektiv und kann euch in vielerlei Hinsicht weiterhelfen. Er bietet euch nicht nur die Möglichkeit, dass ihr Konstruktionen von fertigen Schiffen, U-Booten, Panzern, Flugzeugen etc. von anderen Nationen klauen könnt. Ihr habt auch die Möglichkeit, beispielsweise die Chiffre zu erobern. Was bedeutet das? Wenn ihr die Chiffre vollständig von einem Land ja entziffert habt, kriegt ihr einen Vorteil. Dieser gewährt euch für 30 Tage einen Invasionsmalus von minus 15%. Ihr habt einen Durchbruchsbonus gegen das Land von plus 15%. Euer Verteidigungsbonus gegen dieses Land ist plus 15%. Die Vorbereitungsgeschwindigkeit einer Invasion 50% schneller. Ihr entschlüsselt des Weiteren Marineschiffe, Luftwaffenschiffe, alles schneller. Also ihr kriegt einen gewaltigen Angriffsbonus gegen dieses Land, wenn ihr die Chiffre vollständig zu 100% entziffert habt und diesen Plan dann aktiviert. Dann habt ihr 30 Tage diesen Bonus. Meine persönliche Lieblingsmethode oder was ich am allermeisten nutze, gerade gegen große Nationen wie die Sowjetunion oder die USA, aber auch gegen das Deutsche Reich, sind die Kooperationsregierungen. Diese vorzubereiten ist gegen starke große Nationen das A und O. Wenn ihr das nicht macht und ihr wollt gegen die Sowjetunion kämpfen, müsst ihr die Sowjetunion, wenn ihr im Westen angreift, also vom Westen aus angreift, etwa bis hierhin einnehmen. Also sagen wir ja so auf Höhe SO von Sowjetunion.
All diese Gebiete müsst ihr einnehmen, damit ihr genug Punkte habt, um die Sowjetunion zu kapitulieren. Es sei denn, ihr habt Hilfe von was Japan oder irgendeinem Verbündeten, dann nehmt für euch hier im Osten Wladiwostok und noch 1, 2, 3 andere Siegpunkte ein. Dann müsst ihr dennoch bis hinter den Ural gelangen, um die Sowjetunion zu kapitulieren. Wenn ihr hingegen eine Kollaborationsregierung vorbereitet, das könnt ihr dreimal machen, damit ihr einen Kollaborationswert von 100% erreicht. Bei pro Stufe gibt es etwa 30%. Verringert ihr auch die Anzahl an Siegpunkten, die ihr einnehmen müsst, um das Land zu kapitulieren. Das heißt, habt ihr mit euren Spionen dreimal eine Kollaborationsregierung in der Sowjetunion durchgeführt, müsst ihr nicht mehr bis hierhin die Sowjetunion einnehmen, sondern etwa nur noch bis hierhin. Also ein wesentlich kleineres Gebiet und ihr müsst nicht durch dieses Gebiet mit wenig Infrastruktur. Selbiges zählt für die USA. Wenn ihr es in den USA macht und ihr nehmt den Osten der USA ein, fehlt euch normalerweise nur noch San Francisco, Los Angeles und die sind besiegt. Habt ihr eine Kollaborationsregierung auf Stufe 3, also das dreimal gemacht, braucht ihr nur bis zur Hälfte etwa kommen, dann funktioniert es in der Regel auch ohne die beiden großen Städte hier. Da ich im letzten Video gefragt wurde, wie das funktioniert, werde ich das gleich hier mit aufnehmen. Kollaborationsregierung ist recht simpel. Hier bei den Russen tatsächlich ein wenig schwerer, da die Russen eine sehr, sehr gute Spionageabwehr haben, nenne ich es mal. Bei den Russen ist es immer von Vorteil, dass ihr in eurer Spionage die lokalisierten Ausbildungszentren erforscht habt, denn dann könnt ihr Spione aus dieser Nation anheuern. Hier habe ich beispielsweise einen sowjetischen Spion angeheuert. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser entdeckt wird, geringer, als wenn ihr eure eigenen Spione verwendet. Mit dem habe ich ein Spionagenetzwerk auf Stufe 100 aufgebaut und habe dann dieses deaktiviert. Nun habe ich noch zwei freie, ja, europäische Spione. Denen gebe ich nun den Auftrag, dass sie die Kollaborationsregierung durchführen sollen. Also, dass sie es vorbereiten sollen, sondern nach ihrer Mission fortsetzen. Das soll schnellstmöglich begonnen werden und automatisch wiederholt werden. Die Kosten hierfür, seht ihr selber, sind marginal. Also, wir brauchen 200 Zusatzausrüstung, gut 1000 Infanterieausrüstung, dauert in dem Fall 60 Tage und wir brauchen ein Transportflugzeug. Das geht. 90 Tage, 60 Tage für die Vorbereitung, 90 Tage dauert der Einsatz. Hier oben wird euch angezeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das klappt oder nicht klappt. Hervorragend, ist super. Wenn ihr das mit der Kollaborationsregierung dann durchgeführt habt, wenn ihr sie dann durchgeführt habt, zack, erledigt, gut. Ebenfalls jetzt ein Agent untergetaucht, der wurde nicht gefangen genommen, der kommt einfach ein paar Tage später wieder. Können wir nun auf Kollaboration gehen und sehen, hier hat sogar zu 45% geklappt. Das heißt hier, Kollaboration der Sowjetunion reduziert ihre Kooperationslevel um 13%. Das heißt, ihr müsst nicht mehr die ursprünglichen, also es geht trotzdem hier bis 100, aber ihr müsst an sich von der Fläche her nicht mehr 100% einnehmen, sondern minus 13, 87%. Und dieses Level senkt sich mit jeder Stufe, die ihr die Kollaborationsregierung vorbereitet habt. Wie gesagt, das ist ein extrem starkes Tool, was ihr auf jeden Fall nutzen solltet, wenn ihr gegen die Länder Deutschland, Sowjetunion und die USA kämpft. Was auch ja, ein ganz nices Gimmick ist, ist hier die falschen Informationen platzieren. Könnt ihr auch mit zwei Agenten machen, wenn ihr das erforscht habt. Kriegt ihr dann wie ein paar aufblasbare Panzer, Einheiten, die ihr irgendwo an die Grenze stellen könnt. Für die Gegner sieht es dann aus, als wäre dort eine echte Armee. Dient dazu, dass ihr quasi den Gegner verwirren könnt, dass er seine Einheiten vielleicht stärker auf eine Seite konzentriert, wo ihr gar nicht seid, und ihr greift dann ganz woanders an. Noch ein paar weitere Vorteile, die euch die Spione bringen. Wenn ihr beispielsweise auf eure besetzten Gebiete schaut, seht ihr, wo der Widerstand recht hoch ist. Hier zum Beispiel bei mir in der Schweiz liegt er bei 27%. Ihr könnt euren Spionen den Auftrag geben, Widerstand aufzusetzen. Und dieser reduziert dann um 10% den Widerstand. Könnt ihr aber auch noch upgraden. Das wäre hier Partisanabwehr, erhöht das Widerstand ausmerzen um 25% pro Stufe. Also könnt ihr insgesamt den Widerstand hier um 150% reduzieren. Umso mehr Agenten ihr habt, umso mehr könnt ihr das natürlich machen. Überall.
Was auch sehr effektiv ist, meiner Meinung nach, ist, gerade wenn ihr mit Freunden spielt und ihr wollt dieselbe Ideologie haben, was ich, eure Freunde sind Komintern und Jugoslawien, die sind beide schon kommunistisch, ihr wollt als Polen auch kommunistisch werden, dann könnt ihr euren Agenten nehmen und könnt die Ideologie stärken. Wählt dafür ein Land, ich nehme jetzt einfach mal hier die Sowjetunion, könnt ihr sagen, okay, ich will die faschistisch machen. Gut, jetzt habe ich hier einen Wert von 0,0% gerade. Umso höher euer Netzwerk ist, umso mehr Spione ihr habt, geht das hoch. Geht, glaube ich, bis 0,12% ist das Maximale. Könnt ihr dann pro Tag dieses Land zu maximal 0,12% faschistisch machen? Habt ihr zwei Agenten dann in das Land reingesetzt, hätte der Beste den Wert von 0,12, der Zweite hätte dann die Hälfte 0,6 und so weiter und so weiter. Das ist halt eine Methode, um ein anderes Land sehr schnell, ja, die Ideologie eines anderen Landes zu steigern. Was auch noch ganz nett ist, ihr habt öfter mal die Tatsache, dass ihr mit einem anderen Land, was ich nicht Angriffspakt machen wollt, und dann habt ihr hier, ja, die mögen euch nicht genug. Dann probiert ihr es ja in der Regel, die Beziehung zu verbessern. Das reicht aber nicht ganz. Ihr könnt eurem Agenten auch den Auftrag geben, politischen Druck erhöhen. Dann kriegen wir noch quasi einen Diplomatiebonus. Wäre quasi so, als hätten wir 125%, also im Bestfall 125% politische Meinung zu dem Land, wodurch wir es schaffen, dass das Land eher geneigt ist, dass sie mal einen Nicht-Angriffspakt annehmen oder das Bündnis annehmen. Und zu guter Letzt Propaganda. Zu was führt das? Wir können durch Propaganda die Stabilität eines Landes beispielsweise senken und auch ihre Kriegsunterstützung. Also wenn ich meinen Agenten jetzt hier reinsetze in die Sowjetunion, sage, er soll Propaganda machen, dann wird pro Tag der Wert für Kriegsunterstützung und Stabilität gesenkt. Und der letzte Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, ist der Umgang mit fehlenden Ausrüstungsgegenständen und fehlenden Ressourcen. Mir ist aufgefallen, dass wenn Spieler fehlende Ressourcen haben, sie immer ihre oder sehr oft ihre Zivilfabriken für Handel rauskloppen, sodass sie dann noch 1, 2, 3 Stück haben und gefühlt nichts mehr bauen können, weil halt alles für Ressourcen in den Handel raufgeht. Und wenn Spieler keine Rohstoffe mehr haben, heißt es dann auch, bitte schick mir was. Oder es muss die komplette Produktion umgestellt werden, weil festgestellt wurde, oh, ich habe ein Defizit, was Zusatzausrüstung, Artillerie etc. angeht. Ich habe hierfür mal ja, ein Defizit von 47.000 Infanterieausrüstung kreiert. Das habe ich gemacht, indem ich einfach ganz, ganz viele Infanterie-Templates in die Ausbildungsschleife gegeben habe. Das Template ist so aufgebaut, dass es möglichst viel Infanterie frisst. An sich hätte ich, ja, keine Ahnung, 50.000 Infanterie. Ich habe das jetzt mal so gemacht, um eins zu kreieren. Das könnt ihr auch machen. Wenn ihr mehr Infanterieausrüstung im Spiel braucht, sucht euch Länder, die gleichgesinnt seid wie ihr. In dem Fall bin ich mit der ehemaligen Sowjetunion neutral geworden. Also sucht euch neutrale Staaten. Entweder ihr habt den Mali, weil ihr zu wenig Ausrüstung habt, oder ihr kreiert selber einen, indem ihr einfach ganz, ganz viel in eure Produktionsschleife haut, also von Divisionen, und kreiert dadurch den Mali. Dann müsst ihr zu den Ländern einfach nur die Beziehung ein wenig verbessern, sodass ihr 50 oder mehr habt. Das sollte in der Regel reichen. Gerade der Irak, der Iran und Afghanistan sind sehr, sehr spendabel, was Infanterieausrüstung etc. angeht. Also wenn ihr Ressourcen braucht, dann klickt einfach den Iran an, fragt nach Leibpacht, sagt hier minus 47.000 und sie werden euch was schicken. Guck, und sie schicken uns auch gleich noch Zusatzausrüstung. Kriegen wir was von denen. Dann Afghanistan sagt genauso ja, zwar aber nur bei den Infanterieausrüstung. Und nochmal im Irak. Genauso. Also ihr seht, die Länder geben euch was. Ich drücke jetzt mal kurz Play. Wir kriegen fast 12.000 von Afghanistan. Wir kriegen 5.800 vom Iran sowie Zusatzausrüstung 55. Und vom Irak kriegen wir auch nochmal 5.700 fast. So schnell haben wir Infanterieausrüstung generiert, obwohl wir gar kein Minus hatten. Die senden uns das. Wir könnten jetzt quasi unsere Verluste ausgleichen. Zack, haben wieder 83.000 und kriegen jetzt zusätzlich noch die Infanterieausrüstung von den drei Nationen geschickt. Wie gehen wir jetzt um, wenn wir ein Ressourcen-Mali haben? Ressourcen können wir jetzt nicht schicken lassen, die können wir ja im Normalfall nur einhandeln.
In der Regel kann man mit den Mali leben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel etwas baut und seid hier bei Wolfram bei minus 2, minus 4, minus 6, dann ist das okay. Produziert lieber weiter eure Bauschleifen und nehmt den Mali hin. Dadurch produziert ihr halt hier eure Ausrüstung ein wenig schlechter. Allerdings könnt ihr weiterbauen. Wenn ihr eure gesamten Zivilfabriken ausgebt, um Rohstoffe zu handeln, könnt ihr nicht weiterbauen. Durch neue Zivilfabriken oder durch Infrastruktur könnt ihr eure Rohstoffanzahl ja erhöhen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel aus plus 20 können wir plus 28 Stahl machen. Aus 48 kriegen wir nochmal 10 dazu. Also es ist effektiver zu sagen, ich nehme den Mali mit den Rohstoffen hin und behalte die Zivilfabriken, so mal der Mali nur klein ist, und baue dafür lieber Rohstoffe ab. Wenn ich in meinem Land keine Rohstoffe mehr habe, nehme den Mali trotzdem hin, baue weiter deine Militärfabriken, Zivilfabriken, Infrastruktur und nutze ja, Landeroberung. Sobald du ein gegnerisches Land erobert hast, kommst du ja wieder an Ressourcen ran und nutze dann diese. Probiert niemals eure Zivilfabriken so weit runter zu handeln, dass ihr nur noch 1, 2, 3 Stück habt und somit nichts mehr bauen könnt. Also eure Wirtschaft muss am Laufen sein. Das soll es heute von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, schreibt es mir in die Kommentare, bitte unterstützt mich und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr noch weitere Videos zu Hearts of Iron 4 auf Deutsch sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Bis demnächst, euer Fox.